So, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mist Survival. Ja, ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Wir haben Tag 12, 17:06 Uhr, es wird gleich dunkel. Aber guck mal, Freunde, was ich hier Schönes vorbereitet habe. Ich habe nämlich hier mal ein bisschen. Hab uns hier einen schönen Bogen gebastelt. Ja, Rachel ist auch wieder am Start. Guck mal einer an. Rachel, wie geht's dir? Hallo, Rachel. Yes. Wie sehen deine Werte aus? Alles schick. Waffe hast du auch noch? Wunderschön. Ja, ich bin ein bisschen rumgefahren, damit ihr da nicht ewig zugucken müsst, wie ich hier rumeier. Und habe mich mal auf der Suche gemacht nach einem größeren Banditenlager, wo eventuell der nächste NPC ist. Und ich habe auch ganz in der Nähe hier eines gefunden. Und das möchte ich mir mit euch zusammen angucken. Möchte mal gucken, ob da eventuell der Scott oder die Kate unterwegs ist. Deswegen werden wir uns jetzt hier noch ein paar Speere machen, werden noch ein paar Pfeile craften. Damit wir da auch gut ausgerüstet sind. So, wenn wir hier noch ein paar Bäume fällen. Damit wir da auch genug haben, damit wir da noch ein bisschen was craften können. Ja, und dann bin ich gespannt, ob wir da in dem Lager jemanden finden. Es ist, falls ihr euch erinnern könnt, das Lager, wo der Scharfschütze da oben auf diesen. Auf diesen, wie nennt man das jetzt? Auf den Hochsitz da oben ist und uns da einmal voll angehittet hat, dass wir da gleich half-life gewesen sind. Und da ist ein größeres Lager am Start. So, Rinde und sowas und Blätter sammle ich nächste Mal ein. Brauchen wir jetzt gerade nicht. Wir werden jetzt mal gucken, ob wir uns hier noch ein paar Pfeile machen können. So, hier liegt jetzt hier nicht rum. Ich hatte jetzt eher gedacht, dass da ein paar Sticks rauskommen. Ein paar Hardsticks. Aber dem ist leider nicht so. Aber wir gucken mal. Wir können auf jeden Fall noch ein paar Pfeile damit machen. Muss mal gucken, wie ich mit dem Speer jetzt hier umgehe. Ich habe jetzt zwei Probeschüsse gemacht auf Rachel. Also mit dem Zielen habe ich es nicht so. Von den zwei Pfeilen habe ich nicht eingetroffen. Ja, warum nicht? Ist auf jeden Fall ein bisschen schwieriger. Man hat da gar kein Fadenkreuz, so wirklich. Was heißt so wirklich? Das ist null Fadenkreuz. So, gucken wir mal. Nehmen wir hier alles schnell mal mit. Hier haben wir ihn. So. Gucken wir mal, was wir uns da noch Schönes craften können. So, Werkbank. Was brauchen wir nochmal für Pfeile? Muss ich mal ganz kurz mal gucken. Wo waren denn die Pfeile jetzt, Freunde? Sticks weiß ich. Das weiß ich. Ich möchte mit der Werkbank interagieren. Hier. Da brauchen wir Sticks für. Gut, dann werden wir uns ein paar Sticks erstmal hier zusammenschnitzen. 11 Stück. So, dann machen wir uns 11 Pfeile. Wunderschön. Ich habe nämlich schon ein paar vorbereitet. Ich habe schon 8 im Köcher drinne. Und jetzt 16, 17, 18, 19 Stück haben wir jetzt hier noch im Inventar. So, wie konnten wir jetzt nochmal Speere machen? Hier. Ja, dazu brauchten wir diese Hardsticks. Mal gucken, ob ich hier noch welche habe. Oh, hier ist schon mal ein Speer wieder. Wir müssen gleich mal einen Schluck trinken. Hier ist einer. Können wir uns nur einen machen? Ich weiß, ich hatte so viele gehabt, Freunde. Hier, ach komm, wir müssen uns gar keine mehr machen. Haben wir noch genug da, oder? So viele Gegner werden es doch jetzt nicht sein. Ja, hier sind auch noch welche. Okay, da können wir auf jeden Fall ein bisschen noch was machen. Machen wir uns noch schnell ein paar. So, wie war das jetzt? Speere. So. Machen wir 2 Stunden brauchen wir dafür. Dann wird es auch dunkel. Wir machen schnell mal die Scheune dann dicht hier. Dass hier einer reingedackelt kommt. So, machen wir zu. Sehr gut. So, dann würde ich sagen, gehen wir schnell mal schlafen und dann. Haben wir eigentlich genug, Freunde? Guck mal, wir haben hier so viel Speere, wir haben so viel Pfeile, müsste hinhauen. Das Blatt kann jetzt hier erstmal weg. Ja, das haut hin, das machen wir. So, gehen wir schnell mal pennen und dann gehen wir morgen früh frisch gestärkt, gehen wir los, essen wir, trinken wir was und dann fahren wir auch gleich los, würde ich sagen. Mal gucken, ob sie uns jetzt hier schlafen lassen.
Ja, würde uns sogar durchschlafen lassen. Mist. Ja, machen wir nochmal hier ein paar Stündchen. So, 3 Uhr, 4, 5, 3 Stunden noch. Sehr schön. So, dann trinken wir einen Schluck. So, gleich mal gucken, ob noch Wasser durchläuft. So, dann essen wir jetzt hier unser Trockenfleisch mal. Oh, Rachel war da gerade gewesen. Habt ihr gesehen? Ich hoffe, die hat die Tür wieder zugemacht. Oh, das bringt aber nicht viel, wa? Guck mal. Und jetzt Bärenfleisch, das zieht gleich wieder richtig Durst runter. Dürfen wir nochmal schön nachtrinken. Ah, wir haben ja. Machen wir gleich noch die Flasche hier voll. Guck mal, Rachel besucht uns. Rachel! Zack. So, haben wir hier. Wir haben ja sogar noch Steaks hier. Nehmen wir noch eins mit. So, wie sieht's hier aus? Läuft alles durch. Wunderschön. Dann mach mal. Warte mal, wir müssen mal hier erstmal. Wo ist denn hier der Eimer? Zack. So, Eimerchen rein. Und 10 Liter rüber. Zack. Den rein. So, einmal raus. Flasche rein. Wasser nehmen. Sehr schön, haben wir. Mal die Oakley noch voll. Sehr geil, haben wir. Warum will er das? Achso, er will die nicht darin machen. Okay, ist kein Problem. Machen wir halt so. Sehr schön, haben wir. So, Rachel, bist du noch hier? Du hast die Tür offen gelassen. So, gucken wir mal, ob du uns hier was Schönes übrig gelassen hast. So, dann bleibst du halt drinne. Hallo? So, mal gucken, ob hier irgendwelche Zombies rumliegen. Aber war eigentlich ruhig gewesen. Ich habe jetzt hier nicht großartig was gehört in der Nacht. Aber wir gucken am besten mal in ihrer Butze. Ach, hallo Rachel. Schön, dass es dich gibt. So, gut, dann fahren wir los, würde ich sagen. Guck mal kurz im Spind, ob der leer ist, falls wir da looten können. Ja, die Feder brauche ich jetzt auch gerade nicht. Die lassen wir hier kurz liegen. So, Freunde, was sagt denn eigentlich der Motor? Ah, Zündkerze. Wir müssen mal schnell noch eine Zündkerze mitnehmen. Die geht hier gleich im Arsch. So, ich habe, glaube ich, hier eine gesehen. Ja, wunderschön. So, nehmen wir mit. Und dann kann die Reise losgehen, möchte ich meinen. Zack. So, und zwar, Freunde, ist gar nicht weit weg. Wir haben immer noch nicht den scheiß Wagenheber gebaut, wa? Ey, wir kriegen es nicht auf die Reihe, diesen Wagenheber zu bauen. Jetzt muss ich aber kurz mal gucken. Es war so gewesen. Blöd wäre jetzt natürlich, wenn jetzt hier Mist kommen würde. Aber den habe ich auf jeden Fall jetzt vor kurzem erst gehabt, wo ich hier rumgefahren bin und ein Banditenlager gesucht habe und währenddessen ich den Speer gebaut habe, den Speer, den Bogen. So, und hier hoch, Freunde. Und dann sind wir auch schon da. So, wir ein bisschen vorsichtiger fahren. Weil wir sind nämlich wirklich jetzt tatsächlich gleich da. So, da ist es nämlich schon. Da ist auch schon. Ne, der Hochsitz ist da hinten. Der kann uns aber auf jeden Fall sehen. Wir parken mal hier schnell ein. So, dann nehmen wir mal den Pfeilbogen. Gehen in die Hocke. Dann würde ich sagen, tun wir jetzt das Banditenlager infiltrieren. Infiltrieren. Da, siehst du, da sieht er. Gut, okay. So, meine Lieben, da sind wir zurück an der Stelle, wo ich gespeichert habe, bevor ich die Folge hier aufgenommen habe, wo ich die Base gefunden habe. Ihr seht den Wachturm hier auf der Seite. Hab jetzt blöderweise nicht das da, was wir jetzt gecraftet haben. Ich habe jetzt hier nur 16 Pfeile. Und 6 Pfeile. Und 6 Speere, entschuldigt. Ja, ich mache jetzt hier kurz mal ein bisschen Rambo, dass wir hier rumkommen. So. Wir müssen aufpassen, weil hier patrouillieren nämlich auch zwei Typen. Mal gespannt, wann die kommen. So,
So, aber er müsste uns jetzt, dürfte uns eigentlich jetzt hier nicht sehen. Genau. So, wir gucken mal, wann die zwei Banditen kommen. Wenn sie überhaupt kommen. Da ist einer. Oh Kacke, oh Kacke, oh Kacke. Müsste eigentlich noch einer kommen jetzt. Was mit ihm jetzt hier? Kriege ich den? Nö, natürlich nicht. Scheiße. Jetzt hat er sich natürlich versteckt und ist jetzt natürlich auf Lauer, wa? Ah, wir warten kurz mal ab. Kann ja hinweg. Wow, scheiße. Der wird jetzt sicher herkommen, oder? Okay. Den haben wir auch. Irgendeiner schießt. Irgendeiner schießt da auf uns. Zucker haben wir, okay, das lassen wir jetzt hier drin. Ne? Brauchen wir jetzt im Moment noch nicht. Wow, da hinten ist einer sehr wütend auf uns. Das ist der, den wir angehittet haben. Komm schon, Kumpel, komm hier lang. Ja, ist okay. Komm her. Schießt deine Knarre schön leer. So gefällt mir das. Ja, hier kommen wir jetzt erstmal so schnell nicht vorbei. Ist da oben auch noch einer drin? Ich weiß es nicht, Freunde. Oh, auf jeden Fall müssen wir auf den hier oben noch aufpassen. Aber er weiß nicht so wirklich, wo wir sind, merkt ihr? Scheiße. Okay, dann denke ich mal, gehen wir jetzt mal hoch auf den Turm. Weil er hat nicht so wirklich eine Peilung, wo wir sind. Nutzen wir jetzt am besten aus. Oh, Kacke. Krieg's nicht hin, wa? Ich kann einfach nicht mit dem Ding hier schießen. Jetzt kommen sie natürlich alle. Gucken sie alle. Oh, da ist ein Pfeil hingeflogen. Was ist denn da los? Aber wenn wir den hier oben haben, haben wir erstmal ein bisschen Ruhe. Vielleicht hat er auch sogar in sein Scharfschützengewehr ein bisschen Munition. Hey, was war das denn bitte? Hey, Leute. Ich holz hier alles weg wegen dem hier, wa? Pass auf, jetzt hat er noch nicht mal Munition bei. Pass mal auf, bitte. Natürlich hat er nichts bei. Wozu denn? Warum war doch nicht? So, auf jeden Fall haben wir den jetzt hier oben erstmal sicher. Hier ist leider auch nichts munitionenmäßig. Gucken wir mal, ob wir das hier von oben bewältigen können.
Boah, sind das viele? 1, 2, 3, 4 noch. Mich ja nicht wissen, wie viele im Haus sind. Die sind alle so auf Agro gerade. Ja, ich muss näher ran. Ich kann mit den Pfeilen hier nicht umgehen. Wird auch gleich dunkel. 17:35 Uhr, auf uns wird gefeuert. Alter. Okay. Ja, aber er hat nicht so wirklich Dunst, wo wir sind, wa? So, Kacke, ich kann mit dem Ding nicht umgehen, wa? Ach du Scheiße. Alter Schwede. Und daneben, wa? Wow. Der hat immer noch nicht wirklich Dunst, wo wir sind, wa? Okay, müssen wir mit Speere arbeiten jetzt. Oh, hier ist einer direkt vor der Tür. Wow! Mann, Alter, das geht mir auf den Sack hier mit den Speeren hier, wa? So, den haben wir aber mittlerweile. So, der da. Der ist aber auch nicht so wirklich, wo er hinschießen soll. Es gibt das noch nicht, wahr? Es gibt das wirklich nicht. Meine Speere wieder. Da flippt einer noch richtig mit seiner Automatikkanone aus. Aber sieht gar nicht mal so schlecht jetzt aus gerade. Ist zwar jetzt nicht die feine englische. Aber wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, entweder nur noch einer oder zwei noch. Oder dreier. Oder vierer. Da hinten ist auch noch einer. Okay. Der hat uns ein Visier auf jeden Fall. Alter, hier hinten sind auch noch so viele, wa? Hier muss irgendwas sein. Wie ein Glück, dass der so relativ blind ist, wa? Okay. Ach, Freunde, ey.
Guck mal, er hier. Nein! So, jetzt habe ich nichts. Ich habe nichts. Doch, hier. Add Arrows. So, langsam aber sicher bin ich blank. Drei Fehler noch. Oh, shit. Moment, Speer? Hast du eventuell... Ne, eine Karotte, mit der kann ich nicht kämpfen. Ganz ordentlich getroffen. Ich versuche mal schnell in die Butze reinzurennen. Muss doch irgendwas sein, waffenmäßig, oder? Zwei Pfeile noch, Freunde. Oh, drehen die hier gerade durch, wa? Guck mal einer an, wen wir hier haben. So. Haben wir. Jetzt müssten wir eigentlich nur noch hier rauskommen. Bei Kate haben wir auf jeden Fall gerettet. Oh, die rasten hier aber völlig aus, wa? Na, gib mir doch mal den Pfeil, bitte. So, dann speichern wir mal schnell hier. Weil dann versuche ich jetzt einfach nur noch rauszukommen. Und wir tun die dann, wenn wir ein bisschen besser equipped sind, uns dann vorknöpfen, würde ich sagen. So, komm, wir hauen ab jetzt hier. Geronimo, Attacke! So, ist die falsche Seite. Hier ist nicht unser Auto. Kacke. Schnell noch zum Auto. Kate haben wir auf jeden Fall befreit. Das ist die Hauptsache. Das ist das, was wir wollten. Und das Dorf, würde ich sagen, nehmen wir einfach das nächste Mal auseinander, wenn wir ein bisschen besser equipped sind. Werden wir uns demnächst ein bisschen Munition herstellen und dann werden wir mit einem Maschinengewehr herkommen und dann werden wir da schön Rambazamba machen. Ja, gucken wir am besten gleich mal zu Hause, ob sie angekommen ist. Huch. So. Ab nach Hause, würde ich sagen. Wird schon dunkel. So, und dann werden wir auch der Kate in der nächsten Folge, werden wir ihr dann schön, oh. Schönes Zuhause hinstellen hier. Genau, das werden wir machen. So, die wird natürlich hier hinten sein. Wartet mal kurz, Freunde. Oder? Nee, weil das haben wir ja gar nicht geclaimed. Wir haben ja die Butze geclaimed, wo jetzt Rachel drin ist. Teilen die sich jetzt die Bude? Weiß ich jetzt gerade nicht. Da sind sie, guck mal. Geil. Geil, guck mal. Hallo, Kate. Yes. Was bist denn du überhaupt? Erzähl mir das mal kurz. Du bist, glaube ich, ein Sniper, oder? Steht hier irgendwas über sie? Kate. Rachel, weiß man ja, die ist eine Nurse. Ich gebe dir einfach mal hier das Scharfschützengewehr, ne? So, müssen wir nur mal gucken. Ich gucke kurz vorher mal, was für eine Munition da reinkommt. Damit ich dir auch ja das Richtige gebe. Und dann bauen wir dir auch demnächst mal hier Hunting Rifle. Aber du kriegst nur eine. So, und dann bauen wir dir auch demnächst mal so einen Hochsitz hier. Und dann kannst du hier schön absnipen, würde ich sagen. Hier.
Komm mal her, Kate. Hier hast du eine Riffle. Hä? Will sie nicht? Das nimmt sie. Wo nimmst du die nicht? Willst du ein ganz normales Gewehr oder was? Ja, so können wir das Banditenlager auseinandernehmen. Müssen wir auf jeden Fall ein bisschen Munition sammeln. Oder besser gesagt herstellen. Ich guck kurz mal jetzt hier für die Kate, ob wir hier ein Gewehr haben. Haben wir. Und vielleicht noch eine Patrone übrig. Tatsächlich schon auf den Boden schmissen. Zack. So, okay, komm mal her. Nimmst du wenigstens hier das Gewehr jetzt, he? Was sagst du denn dazu? Ja, das nimmst du. Wunderschön. Hier hast du. Ja, wunderschön. Da sind sie beide drin, in der Butze hier. Reicht auch für beide. Hallo, Rachel. So, werden wir schnell mal die Karre noch drin parken. Und dann würde ich sagen, dann werden wir ihr in der nächsten Folge, obwohl, wenn sie das Sniper-Gewehr haben möchte, nicht haben möchte, dann brauchen wir auch gar nichts für sie. Was ist sie denn überhaupt? Hey. Ich sehe jetzt nicht, was die jetzt hier so Besonderes kann, Kate. Keine Ahnung, auf jeden Fall haben wir jetzt hier zwei Damen in der Bude. Wunderschön. Ja, ich denke mal, müssen wir gucken. Ich werde mal nächste Folge mal rüber zur Schmiede fahren. Und dann werden wir mal gucken, was wir alles brauchen, um uns ein bisschen Munition herzustellen. Ich denke mal, das werden wir machen. Wir werden mal gucken, nächste Folge, was wir brauchen, um uns Munition herzustellen. Und dann werden wir natürlich die Sachen suchen. Und dann werden wir bei Gelegenheit, wenn wir dann genug Munition haben, werden wir das Banditenlager leer räumen. Und dann werden wir das Ganze schön looten, würde ich sagen. So machen wir jetzt. So, Motor muss aber aus. Sehr schön. So, machen wir die Bude tot. So, Freunde, ja. Ziel ist erreicht. Wir haben Kate befreit, so wie wir es wollten. Ja, ist natürlich jetzt ärgerlich, dass wir jetzt hier das Banditenlager nicht komplett leer bekommen haben. Es sind auf jeden Fall sehr viele Leute da. Also ich denke mal, mit Speere und mit Pfeil und Bogen wird das nichts. Also so wie ich zielen kann mit dem Pfeil, das wird nichts. Deswegen würde ich sagen, wir gucken in der nächsten Folge einfach mal, dass wir da gucken, wie man Munition herstellt. So machen wir das auf jeden Fall in der nächsten Folge. Danke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Ich bedanke mich nochmal. Euer Stefan, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.